Und daran tragen Sie alle Verantwortung. Eigentlich ist das Loch noch viel größer. 9 Milliarden in der GKV, Herr Lindner. Hören Sie bitte zu, bevor Sie mit dem größten Wirtschaftsminister aller Zeiten schwätzen. 9 Milliarden Euro fehlen. Kai Gottschalk von der AfD im Livestream im Bundestag hat Habeck und Lindner zerstört, die sich während einer Rede als Kinder unterhalten haben. Sie haben unsere Wirtschaft ruiniert, aber in Wirklichkeit sind die Dinge viel schlimmer, als es sein könnte. Wir fangen an, die erste Szene zu sehen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Steuerzahler auf den Tribünen. Für diesen Haushalt gibt es ein Sprichwort, was auf viele Lebenssachverhalte zutrifft. Um zum Kern einer Geschichte zu gelangen, muss man ihren Anfang kennen. Dies gilt ebenso, Herr Kollege Lindner, für diesen Bundeshaushalt. Denn er ist schon so ähnlich wie eine Unternehmensbilanz großer Konzerne zu lesen. Denn dieser Haushalt drückt letztlich aus den Erfolg eines Landes in Bezug auf seine Politikfelder, die da wären Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik und selbstverständlich innere und äußere Sicherheitspolitik. Zur inneren Sicherheitspolitik sage ich nur Solingen, Mannheim, Brockstedt. Das zeigt Ihr Versagen. Aber gehen wir, wie das Sprichwort es empfiehlt, zu dem Anfang der Geschichte dieses desaströsen, verfassungswidrigen Haushaltes. Und der, liebe Kollegen der CDU-CSU, liegt zweifelsohne bei der Regierungsübernahme von Angela Merkel als Nachfolgerin von Gerhard Schröder. Und da scholzen Sie, liebe Kollegen der CDU-CSU. Die CDU ist nämlich sehr wohl genau für dieses in Zahlen gegossene Haushaltskonvolut verantwortlich. Seit 2005 haben Sie sich auf den Reformen der Agenda 2010 ausgeruht. Sie haben den Atomausstieg mitgetragen, der Ausstieg vom Ausstieg, meine Damen und Herren. Sie haben die Grenzen 2015 geöffnet. Sie haben rechtswidrig den Euro gerettet und damit Menschen in die Armut, in die Altersarmut und enteignet und die Inflation getrieben. Sie tragen an diesem Haushalt genauso Verantwortung wie die Kollegen von links hier in diesem Hause. Im letzten Jahr hat das Finanzministerium die Ausgaben eingefroren, um eine zukünftige Belastung des Haushalts zu vermeiden. Die Grundidee hinter der Schuldenbremse besteht darin, die Regierung daran zu hindern, Finanzen auszugeben, die es eigentlich nicht gibt. Dieser Mechanismus wurde unter Angela Merkel eingeführt und gilt als wirksam für die Wirtschaft des Landes. Viele Analysten weisen jedoch auf die Notwendigkeit einer flexibleren Fiskalpolitik für Deutschland hin, die Investitionen in wichtige Projekte durch die Anziehung von Fremdmitteln erhöhen würde. Darüber hinaus wurde der Mechanismus der Staatsverschuldung zweimal ausgesetzt, während der Pandemie und zu Beginn des Konflikts in der Ukraine. Sie haben ausnahmslos versagt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie zahlen über 31 Milliarden Euro in eines der ineffizientesten Sozialsysteme ein, was sich EU nennt. Das Prinzip, ein starkes Land gibt so lange Geld an die anderen schwachen Länder, die sich in keinster Weise ändern, Italien, Spanien, Griechenland, Frankreich, Portugal, so lange, bis dieses Land Deutschland auf dem gleichen Niveau dieser Länder angekommen ist. Und nichts anderes ist das Bürgergeld. Nichts anderes ist die Blaupause der Sozial- und Wirtschaftspolitik in diesem Lande. Sie tragen an der Armut weiter Bevölkerungskreise die Schuld und an diesem Haushalt, dass keine Steuereinnahmen eben mehr sprudeln, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zu einzelnen dieser exzessiven Mittel. Sie dehnen, weil Sie kein Geld mehr haben, Sondervermögen und Sondersachverhalte auf, beispielsweise Infrastruktur, Eigenkapitalspritzen und Darlehen an die Deutsche Bahn, ein glatter Umgehungstatbestand. Die Zinsen zahlt übrigens der Geldgeber. Eigentlich gibt es das nicht, aber es hatten wir schon mal, Negativzinsen. Letztlich hat da auch der Geldgeber noch den Schuldner belohnt, meine Damen und Herren. Und die EM24 hat es der gesamten Welt gezeigt, dass Deutschland mittlerweile infrastrukturell auf dem Niveau eines Schwellenlandes angekommen ist. Und dafür tragen Sie alle hier Verantwortung, meine Damen und Herren. Die langfristigen Konsolidierungszwänge schieben Sie auf 28, meine Damen und Herren. Sie legen also den Regierungen in der Zukunft jetzt schon wieder unmögliche Dinge in die Wiege. Die Corona-Schulden, die wir aufgebaut haben, die waren gar nichts dagegen. Denn im Corona-Jahr zahlten wir noch 4 Milliarden Schuldendienst. Mittlerweile jetzt zahlen wir 38 Milliarden Schuldendienst, meine Damen und Herren. Und bei den Schulden, die Sie aufnehmen, wird auch diese Schuldenlast steigen, meine Damen und Herren. Auch hier wird die Zukunft unseres Landes verfrühstückt. Und daran tragen Sie alle Verantwortung. Eigentlich
ist das Loch noch viel größer. 9 Milliarden in der GKV, Herr Lindner. Hören Sie bitte zu, bevor Sie mit dem größten Wirtschaftsminister aller Zeiten schwätzen. 9 Milliarden Euro fehlen, weil Sie für die Bürgergeldempfänger zu wenig an die GKV zahlen. Wer soll's schultern? Natürlich Sie, meine Damen und Herren. Unser Bundeskanzler und seine Regierung sind die erfolglosesten und hilflosesten seit einem halben Jahrhundert. Noch vor 5 Jahren hatte das Land einen Handelsbilanzüberschuss und einen Haushaltsüberschuss von 100 Milliarden Euro. Sie war das wirtschaftlich wohlhabendste Land der Europäischen Union und der weltweit erste Exporteur von Industrieprodukten. Es zu nehmen und in ein paar Jahren zu ruinieren, es war notwendig, das zu schaffen. Nachdem Deutschland seine Wirtschaft verwüstet und seine Bevölkerung geschädigt hat, gibt das Land weiterhin Haushaltsgeld aus. Als Beitragszahler und die Unternehmen. Ein Gruß an die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft an dieser Stelle. Und überhaupt Ihre Wachstumsoffensive. An schneidigen Worten und Bezeichnungen hat es dieser Doppelwumms-Regierung ja noch nie gemangelt. Sie erwarten 6 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen für Maßnahmen, die Sie noch nicht beschlossen haben. Was rauchen Sie da eigentlich so in den Kabinettssitzungen? Das hätte ich an dieser Stelle auch ganz gerne. Sie bauen Luftschlösser, täuschen, tarnen, tricksen, meine Damen und Herren. Das lassen wir Ihnen und hoffentlich die Wähler in Brandenburg nicht durchgehen. Der Bund hatte noch nie ein Einnahmeproblem. Er hat höchstens ein Ausgabeproblem und ein Problem mit den alten politischen Eliten, die auch dort bei der CDU-CSU sitzen. Denn nochmals, der Höhepunkt war die Migrationskrise 2015. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich also auf den Tribünen über steigende Beiträge einer gesetzlichen Krankenversicherung, der Rentenversicherung beklagen, über mangelnden Wohnraum, überlastete Krankenhäuser und Schulen und Kindertagesstätten, dann ist dies auf einen der schicksalsschwärzesten Tage, den Frau Merkel und die CDU-CSU zu verantworten hat, zurückzuführen. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich alle. Machen Sie Platz für eine AfD-geführte Regierung. Denn eins gilt auch, ich mache mal Herrn Frick ein bisschen Herr Gottschalk, nach, Ihre Redezeit ist zu Ende. Die Buddenbrooks waren nie aktueller als heute. Und Sie alle treffen sehr gut auf Herr das Gleichnis der Buddenbrooks. Bitte zum Vielen Dank. Ende. Wir sehen, wie sehr diese beiden Faulenzer die Worte des Politikers nicht interessieren. Es ist wertlos für sie. Wirklich, es fällt ihnen schwer, die Wahrheit anzuerkennen, die nicht so angenehm ist. Es ist viel einfacher, so zu tun, als gäbe es kein Problem im Land und seine idiotische, zerstörerische Ideologie weiter voranzutreiben. Durch Leute wie Sie haben wir einen guten Lebensstandard verloren und Sie kaufen weiterhin die teuersten Lebensmittel, gehen in die teuersten Restaurants und genießen das Leben. Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.